후에 So, wir sitzen jetzt hier schön am See, haben jetzt hier ein paar Einheimische kennengelernt, die Englisch reden wollen oder halt wollen und halt. Und wir chillen jetzt hier, es ist sogar das Licht angegangen schön und sitzen noch ein bisschen da, genießen den Abend. So, wir hocken wieder mal im Park, spielen wieder Pokémon Go, wie die größten Idioten. Aber hier sind auch wieder sehr viele Leute. Die Vietnamesen sind mega nett hier auf jeden Fall, haben uns auch ein paar Tipps gegeben. Und wir zumindest, ich weiß nicht, was du da gelabert hast mit der. Viel. Ja, die haben uns ein bisschen Vietnamesisch beigebracht. Auf jeden Fall mega nette Leute hier. Und jetzt werden wir wieder ein bisschen gesuchtet. Und dann, keine Ahnung, mal schauen. Was geht ab, liebe Leute? Wir gehen heute nach Hanoi. Ich habe völlig vergessen zu filmen. Wir werden wieder, glaube ich, 14 Stunden im Bus fahren, aber dort sind wir dann auch wieder, glaube ich, jetzt 4-5 Tage. Und da gehen wir wahrscheinlich in so ein kleines Partyhostel rein und danach geht es schon wieder nach Bangkok. Und dann geht es wieder bald nach Deutschland. Gut, dann sieht man sich oder in Hanoi oder im Bus. Bis dann! Willkommen in Hanoi und schaut es euch mal an. Es regnet ein bisschen. Die Leute sind knöcheltief, also das liegt bis zu den Schienbeinen, ne? Sieht man das überhaupt? Das Wasser geht bis zu den Schienbeinen. Das ist ja richtig krass. Was vor alter Schwede. Eineinhalb Stunden noch nicht war. Ja. Wie lange war es? Ja, locker. Eine Stunde. Eine Stunde war es hier komplett trocken. Alter Schwede. Krasser Scheiß. Schau dir mal die Mopeds an. Alter Shit. Krasser Scheiß. Guten Morgen oder beziehungsweise guten Mittag. Wir haben schon 2:30. Wir sind gerade erst aufgestanden. Es regnet mal heute nicht. Richtig gut. Und wir sitzen hier wie auf so Kinderstühlen. Jetzt gibt es gleich Nudelsuppe und dann zeige ich euch endlich mal die Stadt. So, wir waren jetzt eigentlich den ganzen Tag mit der Einheimischen hier unterwegs. Mit der Zeit wieder Pokémon Go. die lernt Deutsch. Wir haben jetzt ihr eigentlich, glaube ich, 2 Stunden lang Deutsch beigebracht. War ein bisschen anstrengend, aber sie ist mega nett. Und sie hat uns auch hier ein paar so Local Foods gezeigt und auch die Gegend und so. Sie ist mega nett. Und jetzt gehen wir irgendwo in eine Bar, trinken ein Bierchen, chillen einfach. Das war schon ein bisschen anstrengend. Bis dann. Habe ich eigentlich schon mal erwähnt, dass ich Regenzeiten nicht so geil finde? Ich habe die Kamera heute leider vergessen. Wir haben schon wieder Abend am nächsten Tag und wir waren heute eigentlich nur im Park, haben den anderen Deutsch beigebracht. Jetzt bin ich gerade im Video schneiden. Wir waren gerade noch im Night Market. Der andere zockt mal wieder draußen Pokémon Go. Ich habe irgendwie keinen Bock drauf. Und morgen fliegen wir schon wieder nach Bangkok und wahrscheinlich gehen wir danach nach Pattaya, weil ich habe noch 10 Tage übrig. Habe keinen Bock, jetzt 10 Tage noch in Bangkok zu hocken. Und dann war's das mit der Folge. Lasst mir einen Daumen nach oben da und dann sieht man sich in der nächsten. Bye, bye.